gibt im Deutschen ja das Sprichwort, der Glaube stirbt zuletzt, aber irgendwann stirbt er dann meistens doch, wie die Geschichte uns lehrt. Und so ist es möglicherweise jetzt auch mit diesem dominanten Thema, das wir derzeit haben. Stimulus Hoffnung, Stimulus Pessimismus. Es ist ein Hin und Her. Es ist faktisch viel Lärm um nichts, aber ich kann mir die Märkte nicht aussuchen. Muss sie und will sie ja auch kommentieren. Also versuche ich sozusagen jetzt erstmal das auf den Punkt zu bringen, was der Fall ist. Es ging heute los mit Meadows, der Chef des Weißen Hauses, der gesagt hat, ja, wir streben jetzt innerhalb der nächsten 48 Stunden schon einen Deal an. Halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Weil die Demokraten zunächst mal abwarten wollen, wie verläuft denn diese Fernsehdebatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen Biden und Trump. Wie wird das ausgehen? Was ist da noch von dem Trump-Lager zu erwarten? Werden die nochmal versuchen, richtig gegen Biden zu schießen? Es gibt ja diese Geschichte mit dem Biden-Sohn und so weiter und so fort. Jedenfalls ist das etwas, wo nach meiner Auffassung die Demokraten jetzt gute Miene zum bösen Spiel machen, sich sagen, naja, wir tun so, als würden wir jetzt nochmal natürlich hier verhandeln wollen, sind immer wieder optimistisch, aber am Ende passiert dann doch nichts und ähnlich sieht es auch Goldman Sachs, die heute die Märkte ein bisschen unter Druck gebracht haben, mit einem Analysekommentar, der sagte, ja, die Differenzen sind nach wie vor groß und selbst wenn es zu einer Einigung kommt jetzt vor den Wahlen, unwahrscheinlich, aber selbst wenn es zu einer Einigung kommt vor der Wahl, wird das sowieso nicht installiert, aber wie gesagt, die Republikaner selber sind sich sehr uneinig. Das hat Chad Pegram, der sehr nah am Weißen Haus ist, nochmal auf den Punkt gebracht. Viele Republikaner wollen ein solches großes Stimuluspaket nicht im Volumen von 1,8 Billionen Dollar. Sondern die wollen eigentlich nicht mehr eine Billion Dollar. Und deswegen haben wir permanent so ein Zeigen auf Pelosi, die will doch gar nicht und so weiter und so fort. Aber die kontert taktisch, indem sie dann sagt, ja, guck mal, ich bin sehr zufrieden mit den Gesprächen, optimistisch. Wir wollen vor der Wahl unbedingt hier einen Deal haben und dann die Märkte wieder nach oben. Wie wichtig das für die Konsumenten wäre, zumindest jetzt im kurzen Zeitfenster sehen wir hier, wir haben jetzt 3 Monate in Folge rückläufige Einkommen der Amerikaner gehabt und wenn es jetzt keinen Deal gibt und so schnell, wie gesagt, ist das administrativ gar nicht zu machen und die Republikaner wollen eigentlich so große Schecks nicht nochmal schicken, weil sie sagen, die Leute sollen lieber einen Antrieb haben zu arbeiten, statt einen Antrieb zu Hause zu bleiben. Also ich sehe hier nicht wirklich eine Lösung, aber man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Wir haben dann typischerweise das dritte Mal jetzt in Folge, möglicherweise schon das Tageshoch gleich in der ersten Handelsstunde gesehen. Da sind die Märkte, die Wall Street ist nach oben gelaufen und all das einhergehend mit einer Schwäche des Dollars. Wir sehen jetzt den Dollarindex, den Bloomberg Dollarindex auf dem schwächsten Stand seit Mai 2018. Und das hat auch zu tun möglicherweise eben mit dieser Stimulus-Hoffnung. Und die Frage ist jetzt, ist das ein kurzes Phänomen oder noch etwas, was länger dauert? Normalerweise haben wir so richtige Zyklen beim Dollar. Entweder es geht jahrelang nach oben oder es geht jahrelang nach unten. Die Frage ist, sind wir jetzt auf diesem Weg jahrelang nach unten? So oder so, die Haushaltslage der Amerikaner ist katastrophal, aber das ist bei anderen Ländern ja nicht viel anders. Und jetzt sehen wir, dass natürlich Dollarschwäche meistens den Aktienmärkten gut tut. Hier Bespoke. Die klar zeigen, ja, es gibt da eine sehr starke Korrelation zwischen Dollarstärke respektive Dollarschwäche und den Aktienmärkten. Ist der Dollar schwach, dann freut das die Aktienmärkte. Und auffallend auch die Stärke des chinesischen Yuan im Vergleich zum Dollar. Und der hat alleine 8% jetzt in diesem Jahr aufgewertet. Preisen die Chinesen da einen Sieg von Biden ein und sagen sich, naja, dann wird sich das vielleicht ein bisschen entspannen, diese Beziehungen zu den Amerikanern. Es geht auch das Gerücht am Markt, dass die Chinesen Staatsanleihen verkaufen aus den USA, dass sie also sozusagen Dollar-Assets verkaufen, was den Dollar schwächt. Wir sehen Stärke bei chinesischen Aktien und wir sehen Stärke auch beim Dollar. Beim Euro, sorry, bei der Gemeinschaftswährung also. Und das hängt auch damit zusammen wohl, dass die EU ja neue Anleihen jetzt herausgebracht hat. Die EU mit also einer Haftung von allen, auch von Deutschland. Und die sind top gerated, AAA, beste Bonität, die man kriegen kann. Also stürzen sich alle hier auf diese Anleihen mit immenser Nachfrage. Da wurden 17 Milliarden ausgegeben und die Nachfrage war ein Vielfaches davon. Alle wollen diese Anleihen haben, weil die top gerated sind, weil das Ausfallrisiko sehr gering ist. Es fließt also Geld, fließt Kapital in den Euro. Das erklärt vielleicht so ein bisschen die Euro-Stärke heute. Das Pfund auch sehr, sehr stark gegenüber dem Dollar.
Brexit-Hoffnungen wieder nach ein paar versöhnlichen Kommentaren der EU, aber das ist auch nicht so ernst zu nehmen. Das ist so ein bisschen wie diese Stimulusverhandlungen, ist immer dasselbe. Es ist ein Auf und ein Ab. Wie steht es jetzt um die Wahl? Die Märkte, laut Morgan Stanley, nehmen nach wie vor an, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir einen Sweep der Demokraten erleben, also Präsident demokratisch, Abgeordnetenhaus bleibt demokratisch, Senat wird demokratisch. Da gibt es verschiedene Modelle, da gibt es die Superforecaster, die für diesen Sweep eine Wahrscheinlichkeit von 61% sehen. 5038, eine Analyseseite in den USA, die sehr bekannt und sehr profund ist, sagt Wahrscheinlichkeit 75%. Predicted, die Wettplattform, sagt 57%. Nach wie vor das Problem von Biden, dass er in einigen Swing States doch deutlich zurückliegt. Selbst wenn er Florida gewinnt, selbst wenn er Ohio gewinnt, könnte es möglicherweise nicht reichen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Aber es wird für Donald Trump knapp. Er muss jetzt irgendwie einen Game Changer herbringen. Und nach wie vor gibt es aber an der Front der Volatilität, hier die VIX Futures, eine gewisse Unsicherheit, was dann passiert. Gibt es eine Contested Election? Gibt es eine angezweifelte Wahl, alles andere scheint mir fast schon unwahrscheinlich, dass Donald Trump, sollte er der Verlierer sein, das nicht anzweifelt. Jedenfalls sehen wir, dass wir die November-Futures beim VIX höher notieren. Das heißt, da wird schon noch eine gewisse Unsicherheit eingepreist in Sachen US-Wahl. Und apropos US-Märkte, hier sehen wir, dass die Marktkapitalisierung im Vergleich der USA, im Vergleich zu anderen Ländern immens ist. Da sind wir bei fast 39 Billionen. Die Chinesen sind an Nummer 2, jetzt Mitte 10 Billionen. Dann kommt der lange erst mal gar nichts. Also es ist schon enorm, was die Amerikaner hier auf die Waage bringen. Das spiegelt sich in verschiedenen Indizes wieder, wie den MSCI World und so weiter und so fort. Und was wir hier sehen, das ist Elon Musk, der hier offenkundig eine Mentholzigarette raucht mit starker Qualmentwicklung. Heute Zahlen von Tesla 22.30 Uhr. Darauf bin ich mal gespannt. Wenn Sie darauf auch gespannt sind, dann würde ich Sie einladen ab 22.30 Uhr. Da sind die Zahlen praktisch vorgesehen. Bei Tesla weiß man nie offiziell 22.25 Uhr. Bei Tesla weiß man nie ganz genau, wann die Zahlen kommen. Da ist es manchmal auch eine Stunde später. Je schlechter die Zahlen, umso größer die Verzögerung, so eine Faustregel. Aber das wird sicherlich jetzt auch ein wichtiger Punkt, nachdem gestern Netflix ja doch enttäuscht hat, ob jetzt auch ein Highflyer wie Tesla liefern kann und ob Elon Musk wieder besonders schöne Bilanzkosmetik betreiben kann. Ja oder nein? Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste. Und sag Ihnen Servus und Ciao.